die Zahl als das rationalste und am wenigsten welthaltige Element, was man sich so denken kann, wird hier praktisch der Aufhänger für die Fotoausstellung. Anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums der DZ-Bank Kunstsammlung haben wir uns ein Thema überlegt, die Zahl als Chiffre in der Kunst, um die Verflochtenheit der Fotokunst, aber auch der Kunst im Allgemeinen, dem Bankwesen und unseres Alltags deutlich zu machen. Wir wollten vor allen Dingen den philosophischen Aspekt der Mathematik deutlich machen, weil die Mathematik häufig als Rechenexempel in unseren Köpfen herumspukt. Mathematik hat ja auch viel mit Philosophie zu tun. Im Grunde genommen berühren sich da die Disziplinen. Also wir fangen an mit der Fibonacci-Reihe und dem goldenen Schnitt. Leonardo da Pisa ist ein italienischer Mathematiker, der um 1202 die Fibonacci-Reihe entdeckt hat, indem er mit Kaninchenzüchtungen festgestellt hat, dass diese sich natürlich exponentiell nach oben entwickeln. Das Interessante daran ist, dass er auch festgestellt hat, dass diese Fibonacci-Reihe überall in der Natur vorkommt. In der Anordnung der Samen auf einer Sonnenblume, der Aufbau des Schachtelhalms folgt dieser Fibonacci-Reihe. Das Schneckengehäuse, wie es gedreht ist, folgt der Fibonacci-Reihe. Aber auch der Spiralnebel im Weltall. Gerade weil die Fibonacci-Reihe so häufig in der Natur vorkommt, spricht man auch von einer göttlichen Proportion. Sie sehen also diese blauen Schnecken, die kommen angekrochen und formieren sich dann, und das ist eben das Wunderbare daran, zu einem blauen Quadrat, eben einem himmlischen Quadrat gewissermaßen. Und wenn man Quadrat hört oder sieht, kommt natürlich auch gleich die Assoziation von Malevich. Das zweite Kapitel, die Vermessung der Welt, da geht es uns vor allen Dingen darum, dass Humboldt zum Beispiel alles vermessen und katalogisiert hat. Das heißt, die Menschen hatten irgendwann das Bedürfnis oder schon immer das Bedürfnis, zu verstehen, in welcher Umgebung sie sich befinden und welche Steine, Blumen, Tiere sie umgeben. Also der Dodekaeder, das ist im Grunde der Grundkörper dieses Sterns. Sie müssen dann die Kanten des Dodekaeders verlängern. Der Dodekaeder besteht im Grunde aus 12 gleichseitigen Fünfecken. Dieser Stern, der ja unglaublich symmetrisch ist, ist hier in genau 3 Achsen fotografiert, die diese Symmetrie praktisch auf die Spitze treiben. Dann geht es um die Spiritualität. Die Chiffre oder die Zahlenmystik in allen Religionen spielt eine unglaubliche Rolle. Und ich glaube heute, dass wir ganz viele Kunstwerke gar nicht mehr erschließen können, weil uns die Zahlenmystik dahinter oder auch die Bilder oder Zusammenhänge dahinter überhaupt gar nicht mehr klar sind. So, dann kommen wir zum Handel. Der Handel musste natürlich mit dabei sein. Wir sind die Sammlung einer Bank. Plötzlich gibt es diese Gleichmacherei auf den Seiten. Egal welche Entscheidung der Künstler getroffen hat, großes Bild, kleines Bild, sind alle gleich. Was eine Rolle spielt, ist der Preis. Und das zeige ich. Zahlen haben ja oft was Ordnendes. Und mich interessieren eigentlich gerade immer sehr eher Unordnungen. In dieser Ordnung der Bank, ja, die ja schon ein ganz klares Ordnungssystem darstellt oder auch nur bestimmte Dinge zulässt. Das letzte Kapitel ist das Kapitel über die Digitalität. Wir haben ja 2016 schon eine ganze Ausstellung zur Digitalität gemacht. Wir wollten aber natürlich 1 und 0 noch einmal auch in dieser Ausstellung sichtbar machen.